Als Elektron hat man immer nur Sex. Also ganz früher. Immer nur Haaren. Also, das war eine Katastrophe. Sie machen sich ja keine Vorstellung. Das war ja so eng. Aber ich war eigentlich gar nicht heiß. Und es gab halt immer wieder so Auseinandersetzungen. Es war alles wahnsinnig gepackt und man fand auch keinen Platz, wo man mal in Ruhe scheißen konnte. Weil kaum hatte man sich mal irgendwo bewegt, stieß man schon mit irgendjemandem an. Ja, das war also so, das war eine heiße Zeit. Da habe ich mich echt gefragt, sag mal, was willst du eigentlich? Ich, was willst du eigentlich? Willst du Dichter sein oder willst du Farsch sein? Also, das Negativ sein war in diesem Universum eigentlich immer positiv. Also, war günstig, wenn man non-negativ war. Weil es gab so große, und es gibt heute noch ganz große Soße, positive Soße. Und wenn man in der Nähe gerät, dann hat man es eigentlich gut. Aber früher, es war fürchterlich. Es gab diese kleinen positiven Dinger. Und wenn man auf die getroffen ist, dann macht es Patsch und dann wurde meine geblasen. Ach Gott, das wurde ja viel spät. Aber am Anfang war es einfach unglaublich scheiße. Aber in dieser Zeit, da traf man kleine Teilchen, die sogenannten kleinen Teilchen, die, wenn man auf die traf, dann war man klein. Aber Mama, jetzt fragen Sie sicher, warum? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Fief. Die Elektronen haben ihre Positronen gefunden. Die sind alle weg. Aber ich, wo ich dann nach diesen vielen Paarungsprozessen wirklich gedacht habe, so, jetzt hast du genug. Ja. Und glauben Sie es mir. So ein kleiner Spinnen zu sein, das ist einfach. Da hatte man Platz. Das war gut. Und das ging einem prima. Weil die hielten einen auch nie lange fest. Das war mir so eine ganz kurze Beziehung, so ein Quickie. Mal eben so kurz, mal rein in das Hartschiff von unserer Hartspinnladung. Ja, so hieß sie. Und so heißen die, glaube ich, heute noch. Und dann wieder raus. Ja, weil man hat ja genug Schikana. Das waren auch Zeiten. Junge Wilde war man da, ja. Aber dann passierten ja komische Sachen. Ganz komisch. Ja, die sind dann für immer verschwunden. Nein. Naja, ja. Ach, das war ja, was heißt das? Wir machten dann ja so Sachen, dass wir schon mal teilweise ja mit zwei oder drei Photonen zusammenschießen. Das war ja eine ganz heiße Zeit. Das Dumme war nur, dass durch diese Blödheit uns müsste man zum Heiß. Also nachher. Was für einer? Ja, nicht so ein kleines Teil wie hier. Sondern so einer von der Sorte, mein lieber Mann, so 1000 Sonnenmassen schwer im Stern. Haha, da ging's vielleicht rund. Ich hab gedacht, ich bin wieder im Kurve. Das, was ich. Da bin ich auf ein 28 MeV Gamma-Photon getroffen. Mein lieber Scholli, der hat's mir vielleicht gegeben. Man wurde ja praktisch davon geblasen. Wunderbar. Am Anfang war das ja herrlich. Ach, und so. Nein. Wie heißt es denn? Und der Sauerstoff hat da ein Riesenspiel. Ach, Gott, was zog das Ding immer. Scheiße, zog das. Bei dem Wasserstoff, bei dem Wasser, bei dem Wassermolekül ist ja dann alles passiert, dass ich in eine Wolke reingeraten bin, da kriegte ich irgendwann morgens mal, ich weiß noch wie heute, einen tierischen Stern. Da war Arbeit. Das war eine lange Geschichte, aber es war eine Scheißzeit damals. Sie ist Turbola, los, sie ist Turbola. Scheiße, ich hier, so ist